Hallo Meinung, liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute in unserer Sendung Jan Mainka, Herausgeber und Chefredakteur der Budapester Zeitung. Jan, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herzlich willkommen. Jan, unser Thema die Woche. Wir haben die Woche bei uns im deutschen Fernsehen, im Morgenmagazin geht es um die Pressefreiheit und hier sind insbesondere osteuropäische Länder betrachtet worden. Es ist Hongkong betrachtet worden. Heute war Russland im Fokus. Ja, die Frage, die uns beschäftigt, die die Zuschauer auch gerne wissen möchten, du bist Herausgeber, wie gesagt, der Budapester Zeitung. Kannst du in Ungarn frei berichten? Ich muss dich jetzt sarkastisch fragen, stehen Menschen um dich herum mit Maschinenpistolen? Bist du in irgendwelcher Form? Spürst du einen 9 mm im Rücken oder kannst du frei berichten, über ihn erzählen? Noch nicht. Nein, also völlig. Danke für die Ironie. Und interessant übrigens, dass da bei dieser Sache mit der Pressefreiheit Ungarn diesmal nicht vorkam. Also da bin ich enttäuscht. Also ich dachte, da haben wir uns unseren Platz verdient, wenn es da um Pressefreiheitsbashing geht, dass dann wirklich Ungarn natürlich einen Pflichtplatz hat, aber diesmal nicht. Ja, aber zurück zu deiner anderen Frage. Natürlich können wir ja vielleicht frei berichten, sonst würde ich auch meinen Job hier nicht machen. Also ich bin ein Wahrheitssucher und ich lasse mich nicht irgendwie durch jemanden gängeln, irgendwas vorschreiben. Sonst würde auch der ganze Spaß am Journalismus verloren gehen, wenn ich mich dann nach irgendwelchen Richtlinien halten müsste. Also bisher, ich mache das Geschäft schon seit 1994 und seit 1999 mit der Budapester Zeitung, null Erfahrung, was jetzt irgendwelche Zensurerlebnisse betrifft. Das heißt, zwei hatte ich seit 2010, aber die betrafen nicht ungarische Stellen, sondern eine Stelle des deutschen Staates. Da wo hatte ich zum ersten Mal recht hier zwei harte Zensurerlebnisse. Aber was sonst immer unterstellt wird, dass die Ungarn irgendwie uns zensieren könnten würden, passiert nicht. Wir haben harte Regierungskritik. Jetzt haben wir zum Beispiel einen schönen Sexskandal eines EU-Abgeordneten, wird wahrscheinlich auch schon jeder mitbekommen haben. Kann man in aller epischen Breite bei uns nachlesen, so wie in anderen ungarischen Medien auch. Und ich habe da keine irgendwie Sorgen gehabt, als ich das niedergeschrieben habe und auch bei anderen Themen nicht. Ich greife jetzt auch in meinem Leitartikel die Kommunikation der Fidesz-Leute ein bisschen an. Da habe ich auch keine Sorge, dass da mir irgendwas auf dem Fuß fällt dadurch. Also klare Antwort darauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich kann frei berichten. Okay, jetzt gibt es ja diese Ratings, was die Pressefreiheit angeht. Nun habe ich mich da mal informiert und sehe, unsere Bundesregierung, unsere Presseberichterstattung in Deutschland rangiert im Rating auf Platz 11 und Ungarn auf Platz 89. Das widerspricht sich aber jetzt. Gib uns doch da mal auf. Ja, das ist sagenhaft, dieses Rating. Da fällt einem immer nur dieser Klassiker ein, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also gefälscht ist aber wahrscheinlich nichts, aber mit entsprechenden Fragen und mit Antwortgebern, Filtern von Antwortgebern kann man natürlich dann entsprechende Ergebnisse erzeugen. Also diese lächerliche Platzierung von Deutschland gegenüber Ungarn, jetzt von anderen Ländern ganz zu schweigen, was ich, Slowakei, Platz 33, da wurde ein Journalist erschossen, aber wahrscheinlich kommt das nicht vor, diese Frage, wie viele Journalisten wurden im letzten Jahr erschossen. Aber jetzt der Vergleich zwischen Deutschland und Ungarn ist lächerlich, das deckt sich absolut nicht mit meiner Alltagswahrnehmung hier. Es ist schon erstaunlich, was ich so sehe, wo man sagt, hier das Thema Uruguay, Platz 19, ja, und so weiter. Burkina Faso 38, Botswana, Tschechien. Also es ist schon, ja, es ist schon erstaunlich. Also man fragt sich wirklich, und du hast richtigerweise gesagt, ich glaube erst an eine Statistik oder eine Bilanz, wenn ich sie selber gefälscht habe. Ja. Das scheint hier. Wie schaut es denn aus? Wir wollen ja den Menschen Ungarn näher bringen, weil das geschieht ja in unseren Medien, wenn überhaupt in einer Form, dass nicht das repräsentiert, wie sich Ungarn lebt, wie die Menschen dort sind. Jedenfalls habe ich den Eindruck. Wie schaut es denn mit der Medienvielfalt aus? Wir haben bei uns hier eine Medienvielfalt, aber du kannst sagen, 90% der Berichterstattung orientiert sich an Vorgaben. 75-80%, das, was die dpa vorgibt, und das wird noch ein bisschen mit verfeinert. Aber ansonsten, wie schaut es mit der Medienvielfalt in Ungarn aus? Ja, positiv und wirklich vielfältig. Also ich habe wirklich eine Medienvielfalt. Deswegen bezüglich Ungarns macht es auch gar keinen Sinn, von einer Mainstream-Presse zu sprechen.
so wie in Deutschland, wo das halt leider zutrifft, was du gesagt hast, diese Beobachtung, dass man da relativ einheitliche Meinungen wiederfindet. Hier gibt es erstmal verteilt auf alle Bereiche der Medien, Print, Radio, Fernsehen, Internet, gibt es überall linke, rechte, rechtsextreme, liberale, konservative, regierungskritische, sowas gibt es auch, Medien. Also es ist eine richtig bunte Matrix, wo man hier diese Bereiche aufschlüsselt und dann halt die verschiedenen politischen Couleurs findet man fast überall Teilnehmer. Also wenn man zum Zeitungskiosk geht, kann man alles Mögliche kaufen, man kann im Fernsehen sich alternativ informieren, ist alles gegeben. Und deswegen solche Sachen wie jetzt dieser Sexskandal, der wird natürlich groß behandelt werden. Also da hat Fidesz keine Chance, mit durchzukommen. Und in einem Land, in dem angeblich seit 2011 die Medienfreiheit abgeschafft worden ist, dürfte es da wahrscheinlich sowas gar nicht geben, dass so ein Sexskandal, ist ja nicht der erste, hochkochen kann. Aber hier gibt es die Medien noch als vierte Gewalt, die die Regierung kontrollieren. Jan, Frage. Ich erlebe immer wieder, dass ich sage, es gibt hier bei uns Gazetten, es gibt Magazine, es gibt Zeitungen, die bezeichne ich als liberal-konservativ. Und ich weiß, dass Sie sich des Öfteren Anschlägen ausgesetzt sehen, seien es Brandanschläge oder sei es, dass die Gebäudlichkeiten dann entsprechend beschmiert werden. Wie sind die Erfahrungen dann in Ungarn? Muss derjenige, der jetzt eine liberal-konservative Linie vertritt, oder eben regierungskritisch ist, muss der Sorge haben, dass seine Gebäudlichkeit, dass sein Equipment in Mitleidenschaft gezogen wird. Gibt es sowas oder gab es sowas? Absolut nicht. Also, und das ist auch eine Frage, die man bei solchen ominösen Ratings mal untersuchen müsste. Müssen Journalisten, die kritisch berichten, sich jetzt vor irgendetwas fürchten, dass ihr Auto abgefackelt wird, dass ihre Redaktion mit Farbbeuteln beworfen wird? Ich war letzten Sommer mal zu Besuch bei den Kollegen bei der Jungen Freiheit. Da kann man noch die Spuren sehen von dem Farbbeutelanschlag. Und jetzt am Jahresanfang der Bundesrepublik ist das Auto eines Kollegen von der Springerpresse, ich glaube Welt oder so, abgefackelt worden, weil er sich konservativ geäußert hat. Sowas gibt es hier einfach nicht. Also, dass das Journalisten, wie ich letztes Mal auch sagte, bei der politischen Meinungsfreiheit, die kann ja auf dem Papier gegeben sein und vom Grundgesetz, aber wenn der Staat nicht dafür Sorge trägt, dass die Leute, die Politiker und die Medienvertreter sich auch wirklich frei äußern können, also frei von Angst vor Anschlägen auf ihr Eigentum, auf ihre Familie, auf ihren Arbeitsplatz etc., dann ist das einfach nur Makulatur. Und hier in Ungarn gibt es das halt nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis, die Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt etc. Mann, Jan, zum Abschluss des Gesprächs darf ich dir sagen, das Investitionsprogramm gegen Rassismus und Rechtsextremismus mit 1,1 Milliarde, was letzte Woche im Bundestag verabschiedet wurde, im Schnelldurchgang, bin ich der Überzeugung, Medien, die liberal-konservativ berichten, werden in dieser Form noch mehr verschwinden. Und umso wichtiger ist es, dass wir Kontakt haben außerhalb des Tellerrands, sprich in Länder wie Ungarn, dass man sieht, es stellt sich anders dar und dass es Medien gibt, die sagen, wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Wir berichten als unabhängiges, neutrales Medium darüber. Und es ist schön, dass du die Zeit genommen hast. Und ich freue mich auf die Zeit, lieber Jan, wenn wir wieder Reisefreiheit haben. Und das hätte ich ja nie gedacht, dass auch innerhalb Deutschlands mal die Reisefreiheit beschränkt wäre. Das hat sich ja der Honecker selbst nicht getraut und Walter Ulbricht im eigenen Land, zwar über die Territorien des eigenen Landes hinaus, war sie beschränkt. Aber ich freue mich, wenn ich dann meine Zeit in Ungarn bin, wenn ich berichten kann, wie die Menschen dort leben. Das wird interessant und das möchte ich unseren Zuschauern nahebringen. Na, Jan, schön, dass du die herzlich Zeit willkommen genommen dann hast. demnächst bei uns. Ich freue mich auf deinen Besuch da bei uns im schönen Ungarnland. Gerne. Und liebe Grüße an die Budapester Zeitung. Wir werden das neue Cover veröffentlichen. Es lohnt sich, da reinzuschauen. Ne? Absolut, Habt ihr absolut. schon fertig? Habt ihr schon ist alles durch, Ich bin jetzt Jan? fertig. Ich kann ganz entspannt mich mit dir auch gerne Stundenlänger unterhalten. Es ist Jawohl. Mittwochnacht fertig geworden. Super. Ist Jan, schon alles danke. verwendet. Ja, also vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis demnächst. Mach's gut. Tschüss.